PS Day 2024 in Hannover. Los geht's. Am besten. Am besten, ist ja wohl klar. Ja, wir sind hier auf einer Tuning-Messe, da müssen... Du hörst es. Wir sind auf einer Tuning-Messe, da müssen wir natürlich unseren Tuning-Chef mal ein bisschen interviewen. Wie gefällt's dir denn hier? Ja, ist schon ganz gut hier, wa? Schön gut besucht. Hattest du denn schon einen großen Auftritt? Ja, gestern bin ich halt kurz die Showstrecke mal runter, aber leider die Antriebswellen abgerissen. Hast du wieder zu viel Gas gegeben? Ja, war ein bisschen doller gestern. Aber wir haben ja hier einige Fahrzeuge praktisch am Start. Ja. Deiner steht ja auch hier. Ja. Wie ist denn da die Resonanz drauf? Nein, komm, auf jeden Fall ist ein guter Besuch. Die Leute gucken viel und fragen viel. Und was sind so Standardfragen, die da kommen? Na, wie viel PS? Was für ein Turbolader? So was halt. Ihr hört das vielleicht im Hintergrund, da kannst du ja noch drüber lachen, oder? Ja. Ja, wer Daniels Golf hier schon mal gehört hat, also der lacht da wirklich drüber. Das ist zwar schon ziemlich laut, aber bei dir ist schon... Ja, hier in der Halle ist ja alles laut. Naja, das stimmt. Effektiv. Ja. Wie gefällt es dir trotzdem so, wenn du jetzt mal andere Kisten hier so siehst, würdest du dir da auch eins oder zwei mitnehmen? Ja, gibt schöne Autos hier. Gibt aber auch viele nicht so schöne Autos, aber ich sag mal, so ein paar Mercedes, BMW, Porsche, was hier so rumsteht. Was machst du denn jetzt eigentlich? Du bist ja eigentlich Programmpunkt hier, aber jetzt, wenn dein Auto vernichtet ist, was machst du jetzt? Na, jetzt stehe ich am Stand hier rum und beantworte Fragen. Naja, okay, das Leben... Das Leben könnte besser sein, ne? Ja, könnte besser sein. Vielleicht fahre ich morgen nochmal mit dem Taycan S. Ja. Gucken wir mal. Okay. Ja, wir sind überrascht. Nicht überrascht, sondern wir lassen uns überraschen. Aber wir sind natürlich überrascht. Wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Danke dir für deine Zeit. Genieß es noch. Man sieht sich. Bis dann. Ja, ich verlasse jetzt mal unseren Stand. Ist ein bisschen langweilig jetzt für mich. Hab den ja schon zwei Tage gesehen. Aber mal schauen, was die anderen so haben. Also ich nehme euch jetzt mal mit. Bis gleich. Ja, hier gibt es ein paar schöne Lambos, sieht man auch nicht ganz so oft, gefällt mir gut. Ja, auch jetzt nicht schlecht für unsere Geländewagenliebhaber. Ist natürlich nicht amerikanisch, aber gegen ein deutsches Auto lässt sich auch nichts sagen, ne? Ja, das ist von der Farbgebung auch mal ein Hinguckerchen und die Felgen gefallen mir auch recht geil. Also gut, geil. Gefallen mir geil? Naja. Ja, man hat hier so viel Auswahl, wie ihr seht, ne? Nach da stehen ein paar Rennautos, hier. Aber wir gehen mal dahin. Ja, also... damit fällt man auf, ne? Also das ist schon ziemlich geil. Und wie ihr wisst, bin ich ja auch Rennfahrer und ich habe mir jetzt ein passendes Mobil für mich ausgesucht, passend zu meiner Größe. Ja, finde ich gut, ne? Also würde gut passen. Ja, und für unsere Hot Wheel-Freunde gibt es hier natürlich ein kleines verspieltes Auto. Ja? Für klein und groß genau das Richtige. So, da wir auf einer Tuning-Messe sind und natürlich viele unserer Bundeswehrfreunde auch Tuning-Fans sind, hat die Bundeswehr auch einen Stand. Und den gucken wir uns jetzt auch mal an. So, von der PS-Zahl ähnlich wie die Autos von AK Customs. Auch was den Geländegang angeht, kann man beide Fahrzeuge miteinander vergleichen. Also die Rams und hier die Panzer. Was ist das hier? Ihr Bundeswehrsoldaten werdet es wissen. Ich sag mal, das ist hier so ein... Fuchs, Panther, ihr wisst schon. Aber ich habe jetzt Langeweile, ich gehe lieber raus, ich will mal ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, hier war ich jetzt letzte Mal, glaube ich, auf der Expo 2000. Also ein paar Jahre her, hat sich einiges verändert. Jetzt stehen ja fette Tuning-Kiste rum. Ja, cool.
Wo sind denn hier die Klimakleber, wenn man sie braucht? So, es ist Mittagszeit, ich habe jetzt langsam Hunger bekommen. Hier gibt es einiges zur Auswahl. Ich soll nicht so dicht dran, sagt der Kameramann. Er winkt schon mal wie ein Bekloppter. Ja, ich mache jetzt erstmal Mittag. Danach gucken wir uns vielleicht einen Drag Race an. Schauen wir mal, was jetzt gleich hier losgeht. Und ja, hier, die wollen alle ins Fernsehen, ja? Wenn wir mal so gleich ins Fernsehen. Was? Lass die doch mal direkt hier. Ja, aber ich mal, ja. Gut, schauen wir mal. Bis dann, tschö. So, wir suchen jetzt hier nochmal ein paar Stimmen aus der Bevölkerung. Wir wollen ja mal wissen, wie es den anderen gefällt. Hey, Janik! Guck mal, Janik, wer da ist? Unser Jasper! Unser ältester Fan! Ja, wie gefällt dir denn bisher? Am besten! Am besten, ist ja wohl klar. Ja, und was hast du jetzt schon Schönes gesehen heute? Den Lambo hier und... Ja, der ist schon nicht so schlecht, oder? Gefällt mir auch ganz gut. Finde ich den hier am besten, den, wie heißt der nochmal, Jan? Wie der heißt? Ja. Lambo, wie heißt der? Genau, der. Ja, der gefällt mir am besten. Und warst du schon am Stand vom Autohaus? Ja, am besten. Köhlers? Am besten. Nee, wollen wir da auch nochmal hingehen und noch ein paar Autos angucken? Ja. Vielleicht sehen wir auch Alex. Ja. Okay, lass mal hingucken. Ist es hier besser als bei der Dodge und Ram Convention vor 2 Jahren? Ja. Aber nur, weil ich dabei bin. Ja. Richtig? Ja. Gut. So. Ja, pass auf. Wir gehen jetzt gleich mal eine Runde und du zeigst mir einfach das schönste Auto, was dir am meisten gefällt. Ne? Du brauchst ja nicht weit weg zu gehen, oder? Jetzt stehen alle hier, oder? Jasper? Ja. Na ja, sag ich. Gucken wir uns mal ein paar an. So, was sagst du denn zur Corvette? Die finde ich auch schön. Was findest du aber denn besser? Lamborghini. Den finde ich am geilsten. An wen erinnert der dich denn? An McQueen. Ah, hast du früher mal geguckt? Ja. Ja, für Leute wie dich haben wir den gemacht. Du kannst ihn heute auch kaufen. Ui. Sagst du Papa Bescheid, der hat gut gespart, glaube ich. Ja, mache ich auch. Okay. Gut, dann schauen wir mal nochmal. Wie gefällt dir eigentlich der Porsche? Auch schön. Und wie die Corvette? Oder blöder? So wie die Corvette. Ja, jetzt holen wir uns noch mal ein paar Kundenstimmen hier auf den PS Days. Den Lennart haben wir uns hier mal eingeladen. Ein Kunde! So, hast du Geld dabei? Ja, nicht so viel, aber... So, hast du Mama und Papa auch dabei? Ja. Okay, die verstecken sich hinter der Kamera, die sind ein bisschen kamerascheu. So, was gefällt dir denn den meisten? Der Nissan GT-R. Ja, das ist ja eine ganz schöne Möhre. Nein, ist ja natürlich voll cool. Aber was hast du hier an dem Stand? Hast du schon mal den Auto aus Kühlerstand angeschaut, was dir am meisten gefällt? Ja, den 6x6, den also, Ford Raptor. Das stehen wir ja zufällig vor. Ja. Und was findest du hier so am beeindruckendsten? Den, dass er 6x6 Antrieb hat. Achso, okay. Hast du schon mal so einen drin? Nein. Willst du mal machen? Ja. Dann holen wir mal einen Schlüssel, oder? Ja, Lennart ist verschwunden. Er fährt gleich los, Schlüssel hat er. Bis dann, gute Fahrt, ne? Wer das letzte berührt, muss auch bezahlen. Nein, so. Und, was sagst du? Sehr, sehr hohe Aussicht. Sehr hoch, ne? Ja. Ja, ist schon ein kleiner LKW, ja? Ja. Ist auch richtig schnell, ich bin auch schon mitgefahren. Gott. Wenn du noch 2 Tage wartest, kannst du... Ach nee. Wird der eigentlich nach Hause gefahren oder kommt der mit? Ich glaube, der wird da auf den Sattelschlepper abgeschleppt dann nach Hause. Ja, ja, hast du ein paar Autos von uns angeguckt? Nee, also doch ein paar, aber. Stehst du eher auf so große Teile oder auch so Corvette oder? Groß und klein, also beides. Ja. Und was für eine Marke habt ihr so zu? Also was fahrt ihr selber zu Hause? Kia. Kia. Kia und Seat. Da sind ja auch schöne Autos. Ja. Naja, cool. Dann würde ich mal sagen, guckst dir noch ein paar Autos an unserem Stand an. Wenn du Fragen hast, sagst du Bescheid und genießt hier noch einen schönen, habt ihr noch einen schönen Abend, ja? Hau ran. Bis dann.
So, ich habe jetzt während des Interviews schon gemerkt, ich werde gar nicht mehr gebraucht, weil Jasper hat sich einfach bessere Fragen ausgedacht als ich. Was hast du denn an für eine schöne Frage an Luca? Luca, hast du ein Haustier? Nee, Haustier. Hast du nicht gesagt, du hast Meerschweinchen? Stimmt, die habe ich vergessen und Hamster. Wolltest du die vergessen? Du hast die vergessen, die sind jetzt alleine zu Hause, du. Stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Die im Captain drin. Nee, die sind alleine zu Hause. Getränke halt, oder? So, hast du denn noch eine tolle Frage? Luca, wo wohnst du? Wo wohnst du? Das wollen unsere. Ich wohne in Potsdam. Ja, so. Genauer wissen. Genau. Spielbank Potsdam. Genau. Da bekommt unser Praktikant. Ich wieder einen, wenn irgendwie lustig ist. Warte, ich brauche dafür kurz dein Gesicht. So, eine letzte Frage, die du an mich stellst. Hast du ein Auto? Ob ich ein Auto habe? Nee. Also, leidenschaftlicher Radfahrer. Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer und ich habe tatsächlich ein Auto. Willst du wissen, was für eins? Ja. Was glaubst du denn? Challenger. Ja. Das. Es kommt aus dem Ostblock. Meins, nein. Ich habe ein Ford. Ford. Fenster gut, oder? Ja, gut. Aber da ist ja, also darf ich behalten. Ja. Gut. Aber wir können mir jetzt noch ein neues aussuchen. Welches passt denn am besten zu mir? Daniel, dein Golf. Der Golf. Ja. Ja, 1300 PS ist genau meins, ne? Ja. Ja, mit dem Hund dann. Oh Mann. Ja, stimmt, ich hab einen großen Hund, der passt da gut rein, ne? Ja. Ja. Wenn er denn bei 300 km/h rausguckt, da hängt die Zunge aber in den Augen, oder? Ja. Ja. Würdest du das mit deiner Katze auch machen? Nein. Aber mein Hund soll, oder was? Ja. Und das Meerschweinchen für Lukas soll. Ja, das machen wir mal auf dem Dach fest. Juhu! Gut. Wir suchen mal einen Arzt für Luca aus. Ja, ich sehe schon, du hast jetzt meinen Job übernommen. Ja, ich bin dann raus, ne? Mic drop.